Und wie durch Zauberhand ist ein Hammer in meinem Inventar erschienen. Beeindruckend, nicht wahr? Ich glaube, die Zuschauer haben es gesehen, wie ich ihn dir gegeben habe. Haben sie das? Ich nicht. Ja, ich hätte gedacht, du hast den Aufnahmestopp danach gemacht. Ich war zu aufmerksam, weil das Telefon geklingelt hat und ich mir irgendeinen einfallsreichen Witz einfallen lassen musste, um trotzdem einen Aufnahmestopp zu machen. Ohne, dass es allzu abgebrochen wirkt. Ist mir zwar nicht gelungen, aber scheiß drauf, der Wille zählt. Ah, ein eingesperrter Vogel. Oh, das ist ja wie Weihnachten und Halloween auf einmal. Bam! Siehste? Du Monster. Danke. Wie immer fühle ich mich mit einer eleganten Komplimente gestört. Das darf doch nicht wahr sein, schon wieder! Surprise! Surprise, Motherfucker! Alter, ich habe keinen Bock, mich hier ständig mit Zombies rumzuärgern. Schon gar nicht mit Vierarmigen. Oh mein Gott! Oh, Dämonenaugen. Da springen mir erstmal zwei Zombies hinterher ins Loch. Tja. Wir haben gedacht, da gibt's Party. Oh, ja, jetzt gibt's hier wirklich Party. Na dann, siehste, hatten sie ja recht. Waren das kluge Zombies. Das Scheiß, was jetzt hier ankommt. Hatten bestimmt richtig aufgeblähte blaue Gehirne, die schon aus den Felsbecken rausstoßen. Und damit wäre ein weiteres Mysterium gelöst. Dann grabe ich mein Loch jetzt zu, ich habe keinen Bock aufs Monsterschnetzel nehmen. Warum spielst du denn Terraria, wenn du keinen Bock auf Monsterschnetzel hast? Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf Monsterschnetzel. Weiß ich doch. Warum hat sie mich nicht? Das ist so lustig. Warum machst du sonst Let's Plays mit mir? Schneid dir die Eier ab. Na, das will ich sehen. Da musst du einige Stunden dran säbeln, bevor du da durch bist. Ich habe eine Schere. Na gut, einige Tage halt. Das macht sich wirklich besser. Ich hätte damit gerechnet, dass du eine Machete hast, mindestens. Ich habe sogar ein Taschenmesser. Was für ein Messer? Oh, ein Taschenmesser. Also nicht viel besser als eine Schere. Dein Schwanz ist allergisch gegen Taschenmesser. Seit wann? Warum soll dir das sein? Weil ich ihn damit infizieren werde. Wie kannst du irgendwas mit der Allergie infizieren? Das ist unlogisch. Genauso wie diese unglaublichen Mengen an Monstern. Wie sie da im Tunnel warten, dass ich ihnen meinen knackigen Arsch zudrehe, dass sie ihre Zangen darin vergraben können. Aber so einfach ist es ja noch nicht. Ich kämpfe für Freiheit, Gerechtigkeit, meine Familie, Rache. Nein, nichts von dem. Für die Lust am Töten. Das sind Helden, meine Freunde, ne? Wahre Helden, die töten aus Lust. Warum ist da ein Schnapp an der Oberfläche? Ist das eigentlich nur im Untergrund? Warum sind hier so viele Piranhas? Ich will nach Hause. Warum gehe ich dann weiter? Ist ungewisse. Kurz, nein, das ist noch ein Stück. Da runter nämlich. Gut. Oh. Womit funktioniert das? Mit Schlick und... Slash, was immer Slash sein soll. Wenn du eine Idee hast, sag sie mir. Ich hätte keine. Aua. Jo, und hier geht's runter. Ah! Fuck you. Hey, Slash ist mal... Matsch? Echt? Jetzt bin ich irritiert. Warum geht's da nicht mit Matsch? Versuch's einfach mal mit Schlick. Mit Schlick muss es gehen. Jedenfalls in dem Wiki stand, dass einfach mal den Block nehmen und direkt in dem Extractingtor platzieren. Wenn es auch mit Matsch gehen müsste, dann bin ich irritiert. Warum stand da im deutschen Wiki Slush und nicht Matsch? Fuck, ich brauche einen Halsband. Ja, so unkompliziert kann es gehen. Ich brauche einen Halsband. Oh, kein Halsband mehr. Dann brauche ich wieder einen Halsband. Mann! Oh!
Herzen! Ich brauche sie! Nein! Warum? Und sammelt er das Geld und lässt die Herzen liegen? Leuchtstoff sammelt er. Das ist ja ein schöner. So, jetzt baue ich dich ab, du verdammte Schattenkugel. Deine unangenehmen Musketen, das ist doch ein positives Ab. Das ist doch ein positiver Ding, ne? Hm. Komm. Das kannst du. 26 Fernkampfschaden, aber da du Muni brauchst und mein Ding ist nicht, dann. Jo. Verwende 2 Mana wieder her. Das ist eine schlechte Übersetzung, Leute. Ganz schlechte Übersetzung. Ja, wie soll ich diesen Aufstieg hier jetzt unterhaltsam beschreiben? Mir fällt nichts ein. Ich habe gerade eben mal nachgelesen. Ich werde jetzt mal an die Oberfläche gehen und werde das nochmal ausprobieren. Hast du Schlick mit? Nein, das jetzt nicht, aber ich werde es nochmal mit Match ausprobieren. Das Komische ist irgendwie, was mir aber schon die ganze Zeit auffällt, meine Tungstenrüstung. Der Großteil der Rüstung ist grün, aber mein Helm ist so wirklich silbrig wie eine Silberrüstung. Ja, darum dachte ich am Anfang, es wäre eine Silberrüstung. Tungsten heißt doch Silber, oder? Also ich meine, Wolfram war es ja. Es ist aber Silberersatz, oder? Ja. Wie schön, dass wir jetzt dieses Rätsel um die Bedeutung des Wortes Tungsten geklärt haben. Für alle, die letzten Folgen nicht gesehen haben, es bedeutet Wolfram. Ja, es ist nur dann richtig, wenn man es mit diesem sarkastischen Unterton ausspricht. Was ist das denn? Was war das denn? Komm schon! Oh, wie viel Schutz geht denn noch? Was für Boni hat nochmal die Dschungelrüstung eigentlich? Weiß ich nicht. Schade. Ist gerade nicht im Haus, ne? Ich bin daneben, aber ich kann eh bloß Helme und Schuhe herstellen, da ist es nicht dabei. Nicht? Nein. Welche Boni bringen Helme und Schuhe allein? Gar keine. Nicht? Nein, da steht nichts dabei. Das ist hier sinnlos. Genauso wie dieser Ansturm an hodenförmigen Missgeburten. Aber auf jeden Fall haut meine Grasklinge den Zombie-Massen ja ganz schön krass rein. Tja. Das kann ich für meinen Smaragdstab leider nicht behaupten. Vielleicht ist der Ansturm auf einfach zu unglaublich. Da hilft nur die Flucht. Oh ja, das ist natürlich eine enorm praktische Fessel. Jetzt habe ich noch mehr Angriffstempo. Was ist denn jetzt für eine Fessel? Ich habe eine gekriegt, die gibt mir 4% mehr Angriffstempo. Dafür habe ich die plus 4 Abwehr weggenommen. Tja, du machst dich immer mehr zu einem Damage-Dealer, zu einer Glaskanone. Ja, Bewegungstempo und Angriffstempo. Brauche ich mich auf. Alter, hoffentlich ist es Tag, bevor ich die unteren Ebenen erreiche. So, dann mal graben, um Schlitt zu finden. Was natürlich das andere sein könnte, wäre natürlich dieses Zeug hier. Hm? Das andere Zeug, nicht Lehm, sondern das ganz andere. Wie war das noch? Ich habe eine grobe Ahnung, was du meinst. Ja, dieses dunkelbraune, halt eben noch dunkler als Matsch. Noch dunkler als Matsch geht nicht, ist doch schon fast schwarz. Das geht ja. Das ist relativ noch dunklerer, war das ja. Meinst du Asche? Nein, das machen wir wieder nicht. Ja. Hätte auf die Beschreibung gepasst.
Ich schau mal nach. Wenn ich es finde, kann ich da sagen. Noch dunkler als Matsch. Wo suchst du da jetzt nach danach? Im Boden hier einfach. So. Findest du das schon auf höheren Ebenen? Weiß ich nicht, ich buddel einfach erstmal. Auf jeden Fall ist ja abartig viel Leben. Das wird ein sehr langsamer Abstieg in den unteren Ebenen. Das kann ich euch versichern. Aber dank der Karte sollte das ja kein Problem darstellen. Und ich sammle Weinreben und Hornissenstangen. Achso, willst du denn im Dschungel farmen? Farmen nicht, ich will hier erkunden und dazu muss ich erstmal so tief, dass ich mal so viel Wasser kann. Naja, Geld farmen. Ja, aber ich gehe nicht mit dem festen Vorsatz des Farmens hinunter, ja, sondern. Ja, ich weiß. Sag nicht farmen! Oh. So. So, und dank deinem Flare Gun brauche ich jetzt auch nicht mehr diese Jellyfish-Kette zu werden, die mir unter Wasser Licht gibt. Siehst du mal, habe ich noch was Nützliches gefunden. Und habe hier direkt ein Item-Slot gefunden. Wie bin ich in diesem Kristallnetz vorbeigegangen? Wie habe ich denn das geschafft? Nur bei hinaus. Wie viel Leben hast denn du? 240. Ja, jetzt habe ich 260, also nächsten kriegst du wieder. Töpfe, hier brauche ich denn noch gar nichts, das wäre nicht keine Töpfe. Also, wir sind ja wirklich nicht lange mit billigen Waffen rumgelaufen, wenn ich so drüber nachdenke, oder? Nein, das nur wirklich nicht. Aber unsere Kofferspitze haben wir lange. Alter, was ist denn hier? Was ist denn das für ein Sperrfeuer? Das klingt hier wie eine AK aus Holz. Der kann schneller schießen als ich, glaube ich. Und jetzt klang es, als hätte er sich einen runtergeholt. In Erwartung des Sieges. Und zwei Dschungelsporen. Wie viel Dschungelsporen braucht man nochmal für irgendein. Und Wolfram. Und Wolfram. Oh, cool, eine. Kristall. Kristall jetzt. Das Kupfer hole ich mir später. So ruhig. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ja, nur dass ich hier gerade ein ziemlich interessantes Höhlensystem unter unserem Haus gefunden habe. Sogar unter unserem Haus ist jetzt ein Höhlensystem? Fuck you, Höhlen! Warum lasst ihr uns nie allein? Naja, ich habe halt die Mini-Medaille hatten. Weiter runtergekommen. Wie tief geht denn das? Und das ist noch viel wichtiger, es gibt es Schlick da unten. Au, verdammt, ich wusste gar nicht, dass da ein Durchgang ist, wo ich schießen kann. Nimm das, bedrohte Fauna des Dschungels. Ich habe kein Mitleid mit dir. Nie gehabt, werd nie haben. Ah ne, okay, das andere Zeug, was ich mal hatte, war doch nur Matsch. Reicht doch. Sag es doch. Schlick hast du immer noch keinen gefunden, oder? Nein, leider nicht. Die Basis ist dann Schlick. Ist das eigentlich ein Dschungel unten ist vier. Was? Im Dschungel unten ist. Ja, definiere im Dschungel unten. Okay, ich brauch schon wieder Heiltrank. Schlick! Hurra. Leben hat wieder einen Sinn. Doch. Nicht. Wie war noch was eigentlich? Erik, hast du schon wieder einen Menschen getötet? Ja,
geschafft, das dritte Mal diese Woche. Und dabei ist das Montag! Was? Boah. Ja. Entschuldigung, wir haben jetzt schon eine Weile aufgenommen und sind, wie ich bereits einmal sagte, rechtschaffen. Sag einfach, wir sind kaputt. Was? Sag einfach, wir sind kaputt. Nein, rechtschaffen ermattet klingt besser. An die Dschungelsporen respawnen aber auch, oder? Ja. Töpfe uns erschlagen. Ich weiß nicht, war ich hier noch nicht? Tatsache, ich bin einen ganz neuen Weg gegangen. Gibt's ja genug hier. Oh ja, das gibt's wirklich. So. Fledermaus! Exitus. Fledermaus. Was sage ich überhaupt? Was soll das überhaupt heißen, was ich sage? Alex, schreib alles auf, was ich sage. Dann können wir diese Sprache vielleicht irgendwann mal entziffern. Kristallerz! Das kriegst dann du wieder, oder? Nein, du. Ach, ich wurde vergiftet. Welche Assassine? Ah, da verdammt, da war eine Truhe. Manu, Wilhelm. Komm schon, respawne. Merk dir den Weg. Merk dir den Weg? Willst du mich verarschen? Du hast doch oft genug auf die Karte gestarrt. Eigentlich nicht, nein. Aber ich will sofort den Extracting da ausprobieren. Ich will den kleinen Jungen zu Weihnachten. Ich das die... Können das Dino-Item bzw. sogar Geld rauskriegen, das ist ja geil. Das Dino-Item wäre cool, das will ich ja haben. Ah, ich fühle mich wie ein kleiner Junge zu Weihnachten. Blutbefleckt und freudig. Ja. Hey, Kupfermünzen und Zeug, yeah, wuhu! Und was? Also, ich habe... was hätte man lesen sollen, was da gerade kam? Ich habe... Wolfram, das habe ich ja schon. Ich habe... Zinn, was auch immer ich damit haben möchte. Was will ich hier mit Zinn bitte? Eine Blume habe ich wahrscheinlich nicht. Offen. Cool, ich habe einen Bernstein bekommen. Mit dem Käfer drin? Nee, leider nicht. Einfach nur normaler Bernstein, den ich einfach nur an die Wand klatschen kann. Ja. Also zusammengefasst vollkommen sinnlos. Ach, jetzt sieht unser Haus viel schöner aus. Verkauft das Zinn, kannst du auch verkaufen, das gibt gut was. Ja, aber erst genieße ich den Anblick unseres jetzt sehr viel schöneren Zuhauses und mache zufrieden einen Aufnahmestopp. Und zwar... jetzt erst.